Christus, wir wissen, dass viele Menschen, die das Leben von anderen Menschen positiv geändert haben, die das Reich Gottes näher gebracht haben, weil sie für die Gerechtigkeit, für Bedürfnisse der Menschen, auf die geantwortet haben, eine Veränderung der ganzen Struktur der Gesellschaft gebracht haben, wie Mahatma Gandhi, oder zu größerer Gerechtigkeit geführt haben, wie Martin Luther King, oder eine sich für die Ärmste, über die Ärmste gebeugt haben, wie Maria Theresa von Calcutta und viele, viele andere Menschen. Wir wissen, dass sie nicht von den reichen Familien gekommen sind, dass sie nicht von etwas speziellen Umfeld gekommen sind. Und so eben auch die Juden wissen, dass viele Propheten, wie zum Beispiel David, also Ezechiel oder Jesaja, also David als besondere Figur, nicht als wortwörtlicher Prophet, die sind gekommen aus niedrigen Verhältnissen, also wo niemand es tatsächlich erwartet hat. Und doch, das Wissen blockt uns nicht, uns zu wundern und es nicht glauben, dass wenn jemand plötzlich aus diesem gerade einfachen, alltäglichen Umfeld kommt und etwas verändert. Und das kann große Konsequenzen haben, auch auf uns selber. Weil wenn wir von den anderen, die neben uns sind, nicht erwarten, dass sie etwas ganz Besonderes sind, wahrscheinlich erwarten wir das auch nicht von uns. Und so können wir riskieren, dass wir einfach so vor sich leben und überhaupt nicht oder überhören diese Möglichkeit, diese Veränderung, dass nur wir machen können. Weil jeder von uns ist ein Prophet. Es ist nicht wichtig, auf welche Skala dieser Prophet agiert. Jeder in uns kann eine Berufung in sich finden und diese zu realisieren, diesen treu zu werden. Aber wie kann der es tun, wenn er daran einfach nicht glaubt? So durch unseren Unglauben blocken wir uns letztendlich uns selber. Ich grüße dich sehr herzlich aus meinem Zelt. Ich habe gedacht, das wird mehr von dem Wind irgendwie mich schützen, also diese Aufnahme auf der Höhe 2400. In der Nacht ist es ziemlich kalt. Ja, alles gut. Teile mit mir, was du über den Text denkst, über das Kommentar. Teile mit mir. Danke.